präsentiert von Frank Aussiedler Metallverarbeitung. Und Hannover 96, präsentiert von Union Investment. Der Referee für das Spiel ist Eike Schäfer vom TuS. Weiter geht's mit der nächsten Borussia, und zwar der aus Mönchengladbach gegen Hannover 96. Ähnliche Konstellation wie eben im Spiel. Die Gladbacher mit der etwas längeren Pause haben das vierte Spiel am heutigen Morgen bestritten. Hannover 96 die letzte Vorrundenpartie gegen den BVB mit 1:3 verloren. Insgesamt die Gladbacher mit 9 Punkten durch die Vorrunde hier marschiert. Ein Spiel verloren gegen Werder Bremen, das deutlich mit 1:5. Hannover mit einem Sieg, also 3 Punkten gegen Schalke 04. Eine Tatsache, die übrigens der Mühlenkrassuswahl sehr viel Mut machen dürfte. Denn die Mühlis spielen ja gleich gegen Königsblau. Und da sind wir natürlich ein Stück weit parteiisch und drücken jetzt schon die Daumen für die Partie. Also die Gladbacher gehen nach den Eindrücken hier im Turnier schon als Favorit in das Spiel. Dass das nichts heißt, wissen wir aus 18 dramatischen Turnieren. Freeway Cup. So, Foulspiel hier von Hussein Amali Amir. Ja, Abstand wird eingefordert. Abschlussversuch geblockt. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Da ist wieder Amir. Der Zauberfuß hier, der Gladbacher. Kommt hier kein Freistoß. Klasse, Ballgewinn. So, Amir will den Ball. Da hätte er den Ball auch überlassen können, um dann sich in Position zu laufen. Aber ja, da ist er dann doch zu Ball verrückt. War sicherlich Pablo Santana Soares in etwas besseren Position. Die Nummer 8 bei Borussia Mönchengladbach. Soares legt den Ball zurück auf Amir. Da haben wir Belaski. Hannovers Azizki. Tiefer Ball. Wieder Richtung Key, aber Soares sichert die Kugel, sichert das Spielgerät. Amir. Feiner Techniker. Soares, Schussversuch, abgeblockt. Aber körperlich beide Mannschaften hier so ziemlich auf Augenhöhe. Wobei jetzt Hannover die große Chance hat. Und das ist Azizki mit dem Treffer. Tim Müller konnte den Ball nicht festhalten. Da haben wir es noch. Und den Abprall an Netz dann ein. Schritt schneller als Soares. Gegenzug. Freistoß jetzt für Borussia Mönchengladbach nach Foul an Marc-Antoine Belaski mit der Nummer 3 bei den Gladbachern. Vier Sekunden abgelaufen. Ballbesitz Hannover 96. Das ist die 6. Teilnahme der Gladbacher hier beim Freeway Cup. Eines der unerfahrensten Mannschaften im Teilnehmerfeld.
was die Turnierhistorie angeht. Dagegen Hannover 96 mit 18 Teilnahmen hinter Arminia Bielefeld und der Mühlenkreisauswahl. Am meisten, am häufigsten dabei gewesen. Die 96er. Und wieder Amir mit dem angesetzten Solo. Man muss aufpassen, sich nicht jetzt zu verstricken. Sie brauchen die 1 gegen 1 Qualität, aber der Mut darf kein Übermut werden. Jetzt Amir mit dem Schussversuch. Eine One-Man-Show tut den Gladbachern hier nicht gut. Dafür haben sie auch zu viel weitere Qualität auf der Platte. Suarez mit dem Ballgewinn hier. Das Duell hier an der Bande, jetzt die große Möglichkeit und dann da war es kein Querlegen und kein Torschuss. Beides hätte Erfolg haben können, aber es war irgendwie so ein Mittelding. Aber Gladbach bleibt dran. Hanafi jetzt. Verliert den Ball, taktisches Foul an Alden Bas mit der 4. Golter, Max Wiesiecki. Gut geholt, gut gestört von Hanafi. Applaus da von Hannover Bank. Sie pushen sich. Ja, natürlich ein Riesending hier. Tabellen-Siebter in der Niedersachsenliga. Da wäre ein Viertelfinaleinzug. Tolles Zwischenergebnis für die Hannoveraner, die 2012 erstmalig und letztmalig im Endspiel des Fury Cups standen. Guter tiefer Ball jetzt und dann. Quer gespielt, ja, da bin ich mir nicht sicher, ob da wirklich die Hand schon auf dem Ball war. Gladbach war mal mit diesem Pfiff jetzt nicht wirklich einverstanden. Knappe Geschichte auf jeden Fall. Sieben Minuten noch auf der Uhr. Knappe Führung für 96. Hannover bei den vielen Teilnahmen natürlich auch schon einige Spieler hervorgebracht, die dann wirklich diesen Schritt Profifußball schaffen. Jetzt sehen wir erst diese Chance mit und wir nehmen das Tor mit durch Luis Skrabak. Da haben wir die Nummer 11 bei Mönchengladbach. Angelupft über die Bande und dann vollendet zum 1:1 für die Fohlen. Nächster Schussversuch und Parade von Aaron Tietje. Nein, von Niklas Griesmeier, der jetzt wieder am Tor steht. Hannover rotiert im Tor, haben zwei Keeper dabei. Hier in der mittlerweile voll besetzten Kreissporthalle. Also auch die Spätaufsteher sind mittlerweile dazugestoßen. Und die Halle natürlich ausverkauft. 28 Minuten hat es gedauert, bis beide Tage
restlos ausverkauft waren. 28 Minuten. Handball Hochburg Ostwestfalen im Fußballfieber. Also um das abzuschließen, die Hannoveraner hier. Waldemar Anton, das Eigengewächs, war hier in Lübeck. Adriano Grimaldi, Preußen Münster, aktiv. Marcel Halstenberg, RB Leipzig, sehr erfolgreich. Konstantin Rausch natürlich war hier für Hannover 96 beim Freeway Cup. Und auch ein Weltmeister, Per Mertesacker für Hannover 96, hier in Lübeck auf der Platte gestanden. Und in dem Alter ging es auch ohne Eistonne. So, die Gladbacher wieder mit dem nächsten Angriffsversuch. Kommen langsam besser rein, werden langsam torgefährlich. Hannover jetzt aber mit dem Ball gewinnen. Über die Bande der Versuch von Ole Warnecke. Nächster Schussversuch. Oh, jetzt der Fehlpass. Der kann teuer werden. Der kann wehtun. Er tut nicht weh. Weil Ole Warnecke jemand hat. Ja, und sie sind da gespannt. Sie sind angespannt. Warnecke da. Eben mit der Möglichkeit. Ja, Abstand eingefordert. Wieder Warnecke. Ball zurückgelegt. Warnecke, jetzt macht das besser und trifft zum 2:1 Hannover 96. Und ein Flitzer schnell runter. Sehe ich den Applaus und das Lob der Mitspieler abholen. Da gab es den Schulterklopfer. So, hier an der Bande gut durchgesetzt gegen drei Manta. Ja, war Amir nicht aggressiv genug. Zulässig. Klasse gespielt. Hier ist die große Chance. Also Amir, der am Ball natürlich stark unterwegs ist. Einer der technisch stärksten Spieler hier im Turnier. Aber defensiv hat er da gerade den Körperkontakt vermissen lassen. So konnte sich Warnecke aufdrehen und dann abschließen. Gerade in der Halle ist die Defensivarbeit aller vier Akteure so wichtig. Hier geht Soares. Weiter drauf. Ohne Foul löst er das. Ballbesitz Mönchengladbach. So, weiter Ball jetzt auf so Amiri. Aber finde kein Mitspieler, weil beide gerade nach oben rechts aufgerückt waren. Soares wieder, rutscht auf den Ball aus. Clever eingeklemmt und gut behauptet. Gut gespielt, direkt gespielt. Und dann der Pfosten. Das war die Riesenmöglichkeit. Fantastisch gespielt da. Schnell gemacht, guter Passweg. Und dann ist es der Pfosten. Max Lisecki scheitert. Nächster Versuch. Wieder geblockt. Soares. Freistoß für Hannover. Anderthalb Minuten. Das wäre eine Überraschung.
nach den ersten Auftritten hier beider Mannschaften hatte man Gladbach das schon im Viertelfinale gesehen. Aber noch ist hier nicht vorbei und noch warten wir auch auf das erste 9-Meter-Schießen im Turnierverlauf. Das reicht nicht für einen Freistoß. So, letzte Minute läuft. Gladbach braucht ein Tor, um im Turnier zu bleiben. So mit weiten Langbällen werden sie es eher nicht schaffen. Sie müssen Fußball spielen, sie müssen ihre technischen Qualitäten ausspielen. Gut geblockt jetzt. Sie brauchen Ballbesitz, Hand war drauf. So, Uhr ist angehalten. 38 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Spielen Fußball. Oh, Bällchen läuft. Schussversuch, Pfosten und der Abpraller. Nächste Möglichkeit. Knapp verzogen. Luis Grabak. Ah, da war ein bisschen Pech dabei. Zwei Riesenmöglichkeiten jetzt schon für die Gladbacher zum Ausgleich. Wir haben noch genau 22 Sekunden auf der Uhr. Sie brauchen jetzt schnellstmöglich den Ball und dann haben sie noch Zeit für einen Angriff. Alles machbar. Uhr läuft wieder. Ball ist schnell weg. Uhr ist wieder angehalten. 17 Sekunden haben wir auf der Uhr. Und dann dieser unnötige Fehlpass. Und das Aus, beziehungsweise das Weiterkommen für Hannover 96. Philipp Pavlovic. Da haben sie die letzte Chance ziemlich weggeschmissen und verstolpert er fast noch den Ball. Aber trifft dann zum 3:1. Für Hannover 96. 5 Sekunden auf der Uhr. 3:2. Als nächstes Chance nochmal Tor. Es kommt zu spät. Borussia Mönchengladbach schaltet trotz guter Leistung im Turnier aus. Ismael Hanafi mit der 9 hat den Abschluss gesetzt. Hannover 96 steht im